Bafko, das war ein spektakuläres Tor. Wie hast du das gemacht? Na gut, im Endeffekt habe ich nicht groß nachgedacht. Ich bin, hatte den Platz, habe die Meter gemacht. Die Leute sagen immer, schieß, schieß. In dem Moment habe ich mein Herz gefasst und habe das Ding reingehauen. Dass er natürlich so reingeht, gehört ein bisschen Glück dazu. Aber im Endeffekt habe ich mir das Glück auch ein bisschen erzwungen. Okay, machst du öfter solche Tore? Ja, also ab und zu passiert das schon. Ich kann schießen. Die Leute sagen, wie gesagt, immer schieß, schieß, mach's einfach. Ich kann's, ich mach's, ab und zu geh da rein. Und schon mehrmals die Saison hat es geklappt aus der Ferne. Muss man dranbleiben und immer weitermachen. Was sagst du zum Spielverlauf insgesamt? Also die erste Halbzeit fand ich persönlich ein bisschen träge. Ich weiß nicht, ob es am Wetter lag, schlechte Platzbedingungen. Das fand ich so ein bisschen zu großer Respekt gegenseitig. Der Ball lief nicht so schnell. Zweite Halbzeit sind wir dann rausgekommen und da haben wir es deutlich besser gemacht. Hatten auch den Zug zum Tor. Der letzte Wille war da und haben dem Gegner wenig Chancen gelassen. Bis auf ein, zwei Aktionen, wo sag ich mal kritisch waren. Ansonsten fand ich, waren wir die überlegene Mannschaft. Mit der Leistung zufrieden heute? Habt ihr das umsetzen können, was ihr euch vorgenommen habt? Also wenn man die zweite Halbzeit betrachtet, glaube ich schon. An der ersten, das muss man analysieren und daran arbeiten, dass wir die Fehler, was wir in der ersten Halbzeit gemacht haben, nicht machen und dass wir mehr aus der Bewegung kommen. Das war alles so zu statisch. Das nächste Spiel ist dann Weinheim. Wie geht ihr in diese Aufgabe rein? Na gut, ich denke, wir wollen hier also dort anknüpfen, wo wir dann hier aufgehört haben. Im Hinspiel haben wir unglücklich verloren, was der Spielverlauf ja, dann gezeigt hat, war sehr unglücklich. Allerdings wollen wir das jetzt besser machen und die Weinheim auch schlagen. Weil es bringt nichts, wenn wir heute gewinnen und nächste Woche wieder die Punkte liegen lassen. Wir wollen so lange wie möglich oben dranbleiben.